Ja, jetzt befinden wir uns wirklich bei der Täterwohnung. Es gab ja hier einige Gerüchte, dass die angeblich in Simmering sein sollte, aber nein, sie ist hier im 22. Wiener Gemeindebezirk in Donaustadt. Im Hintergrund sieht man auch schwer bewaffnete Polizisten, die das ganze Gebäude hier, diesen ganzen Wohnbereich hier abgesperrt haben, dass niemand rein und raus kann momentan. Der Täter wurde ja, seine Wohnung wurde ja heute Nacht beziehungsweise in den frühen Morgenstunden schon durch die Polizei geöffnet. Angeblich mittels Sprengung wurde die Tür geöffnet, aber das ist noch nicht verifiziert. Momentan sind viele Ermittlungsteams im Hintergrund in diesem Innenhof dieses Gebäudes und versuchen da natürlich Informationen zu bekommen in der Wohnung über seine Kontakte dieses 20-jährigen, mit wem er Kontakt gehabt hat, was er gemacht hat, mit wem er sich umgeben hat, um vielleicht da auch noch weitere Details zu finden, die zur Festnahme weiterer Personen dienen können. Denn in St. Pölten sind ja auch schon zwei mehr oder minder Mitwisser oder Freunde des Täters verhaftet worden. Mike, ist es dir schon gelungen, ein bisschen mit Anwohnern zu sprechen? Kennt den Mann dort in der Gegend jemand? Ist er jemand, der als auffällig gegolten hat, oder weiß niemand, wer der eigentlich sein soll? Ja, das Problem ist, dass der Eingang zu diesem Komplex ist hinter mir und der ist abgeriegelt komplett durch die Exekutive. Da kommen auch keine Einwohner bzw. Anwohner rein oder raus. Momentan sieht es so aus, dass auch hier alles großräumig gesperrt ist durch die Exekutive. Ich sehe da 5, 6, 7, 8 Polizeiautos und wirklich Dutzende Polizisten in Schutzanzügen mit Schutzwesten und Helmen und schwer bewaffnet mit einem Steyr Maschinengewehr. Wie gesagt, momentan ist es schwierig, da etwas herauszubekommen. Die Polizei hält sich natürlich aus taktischen Gründen absolut zurück und will noch nichts verraten. Aber eins ist sicher, hier im Hintergrund sieht man ganz genau, das ist der Wohnort, hier hat der Täter gewohnt. Und hier wird auch momentan die ganze Wohnung durchsucht und natürlich auch Nachbarn etc. befragt. Mike, vielleicht abschließend noch, was ist das denn für ein Wohnviertel, wo dieser Attentäter gelebt haben soll? Ist das ein Gemeindebau? Ist das was für eine Gegend ist das? Ja, soweit ich das eruieren konnte, ist das ein alter Gemeindebau hier in Donaustadt, direkt an der Hauptstraße, an der Wagramer Straße. Aber genaueres, wie gesagt, weiß man momentan noch nicht.